Hallo, meine Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Ich habe in eure Kommentare reingeguckt und da habe ich einen sehr eigenartigen Kommentar gefunden, fand ich zuerst. Aber eigentlich ist er auch relativ logisch und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich, wenn ich so länger darüber nachdenke. Auch gar nicht, darauf bin ich jetzt wirklich nicht gekommen. Für mich ist das selbstverständlich. Es geht darum, warum wir alle barfuß rumlaufen und warum wir denn keine Schuhe hätten. Zuerst einmal wurde der Kommentar so formuliert: Gibt es bei euch in der Türkei keine Latschen oder keine, ne, mit dem man, diese Frage finde ich immer sehr eigen, oder wenn man das so sagt, das hört sich so an, als wäre die Türkei ein Hinterweltlerland, wo es wirklich überhaupt gar nichts gibt. Ich habe sowas Ähnliches schon mal gehört. Da wurde nämlich dann geschrieben, gibt es bei euch in der Türkei keine Schrupper oder Abziehdinger oder keine richtigen Besen oder so. Also das hört sich wirklich immer so an, als würde man denken, ja, die Türkei ist total hinterm Dorf und hat überhaupt nichts keine Ahnung von nichts. Das ist natürlich mitnichten so. Ich würde mal sagen, als zuallererst, die Türkei ist in teilweise in vielen Dingen sehr viel fortschrittlicher als Deutschland. Und man kann sich in vielerlei Hinsicht, kann Deutschland sich tatsächlich auch von der Türkei was abgucken. Nicht nur menschlich, sondern auch in vielen anderen Dingen, was die moderne Welt betrifft. Da ist nämlich Deutschland nämlich bei weitem nicht an erster Stelle. Das muss man einfach sagen. Hier gibt es viel, viel bessere Infrastrukturen zum Beispiel, auch wenn man das gar nicht glauben will. Du findest hier an jeder Ecke eine Schule. Du findest hier an jeder Ecke einen Supermarkt. Alle 10 Meter ist ein Supermarkt und dann fängt nach 20 Metern fängt der gleiche Supermarkt von der gleichen Firma wieder an. Du hast hier wirklich überall. Und das ist nicht nur hier in dem Tourismusort der Fall in Alanya, das ist großflächig. Die ganze Türkei ist, was Schulen oder was die Infrastruktur an Schulen und Krankenhäusern und oder zumindest kleinen ärztlichen städtischen Gesundheitszentren anbetrifft, was Supermärkte anbetrifft, was die Versorgung überhaupt mit dem Lebensnotwendigen betrifft, ja, viel, viel fortschrittlicher und weiter als in Deutschland. Aber das sei dahingestellt. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen eigenartig, wenn gedacht wird, hä, in der Türkei gibt es das, sagen auch nur Menschen, die noch nie hier waren, ne? Oder selbst wenn sie schon hier waren, die vielleicht so ein bisschen nicht ganz so positiv auf die Türkei eingestimmt sind. Infrastrukturell und fortschrittlich und modern ist die Türkei mit Sicherheit. Geht mal in die Einkaufszentren hier in der Türkei, in Istanbul, ja, ihr werdet staunen, ihr werdet den Atem anhalten. Geht mal nach Antalya und guckt euch da an, was für eine Einkaufszentrum, nach Alanya Lara, guckt euch mal an, oh mein Gott, was für ein Einkaufszentrum gibt es da. Dieses Einkaufszentrum ist mit Schlössern versehen. Jedes einzelne Geschäft hat ein Schloss, hoch beleuchtet. Dort gibt es eine Show jeden Abend. Also, sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen, noch nie. Und da kann man schon gucken, sich umdrehen und die Türkei ist bei weitem nicht so, wie viele von ihr denken. Das ist aber nur mal so beim Rande. Die eigentliche Frage, warum wir barfuß rumlaufen, ist natürlich ganz klar, weil es zu warm ist, ne? Man muss aber auch sehen, dass unsere Fußböden wirklich hier warm sind, wie als würde eine Fußbodenheizung liegen. So warm. Also die ganzen Fliesen, das sieht schon unordentlich aus. I'm sorry, ich bin ja hier gerade voll am Putzen, nachdem die Kinder weg sind. Das ist richtig warm. Die Fliesen sind wirklich pipi warm. Ja? Also alles ist hier warm, auch wenn du draußen rumläufst. Alles pipi, pipi, einfach nur pipi Temperatur. Und wenn man barfuß läuft, das wisst ihr sicherlich, das ist bekannt. Barfußlaufen ist gesund. Natürlich für Menschen, die empfindlich sind, kann es auch mal sein, dass man sich da eine Nierenbeckenentzündung oder ähnliches holt. Das will ich alles gar nicht abstreiten. Aber barfußlaufen, das weiß man, ja, das ist wissenschaftlich schon seit vielen Jahrzehnten bewiesen,
ist sehr gesund. Deswegen gibt es ja auch Barfußschuhe. Habt ihr davon mal schon gehört? Ich denke schon, ja. Das sind extra, so ähnlich wie Schuhe, die man so am Strand anzieht. So richtig wie ein Fuß geformt und ganz locker, aber trotzdem so eine Art Schuh. Eben weil es sehr gesund ist, barfuß zu laufen. Es gibt auch viele Menschen oder einige Menschen, nicht viele, aber einige, die tatsächlich ihr ganzes Leben ohne Schuhe laufen, ne? Und das ist gut für die Gesundheit, es ist gut für die Abwehrkräfte, für die Immunabwehr, es ist gut für den Körper, für die Knochen. Das weiß man einfach. Nur natürlich darf man nicht auf kalten Fußboden, sollte man nicht. Also wenn man empfindlich ist, sollte man das nicht tun, obwohl ich glaube, dass auch das vielleicht nicht so schädlich ist. Ich bin aber auch kein Arzt, ich weiß das nicht. Und insofern, wir laufen hier im Sommer tatsächlich immer barfuß. Ja, das ist richtig. Und nicht nur ich, sondern auch meine Familie, bis auf meinen Mann, der macht das nicht so gerne. Der hat aber auch sehr empfindliche Füße, denn weiß ich nicht, obwohl der den ganzen Tag hier auf Baustelle und hast du dich gesehen, unterwegs ist, die Füße sind sehr empfindlich bei ihm. Der hat eigentlich immer Latschen an oder sowas ähnliches, läuft selten barfuß. Aber wir Kinder und meine Enkelkinder, meine Schwiegertöchter, wir laufen eigentlich alle barfuß und finden das auch sehr entspannt und sehr entspannend und sehr gesund und sehr angenehm. So. Aber wir haben hier ein großes Problem. Unsere Fliesen sind nämlich nicht für Barfußgänger geeignet. Sie sind unglaublich rutschig. Ich werde das nochmal zeigen. Diese Fliesen sind so aalglatt, wenn sie nass sind. Und wenn du nasse Füße hast, dann rutschst du hier wie auf einer Rutschbahn. Ja? Diese Fliesen haben wir auch draußen am Pool liegen. Es ist einfach nur mega rutschig. Da hat sich jemand keine Gedanken gemacht darüber, dass Wolfsmama irgendwann mal hier einzieht und mit ihrer Familie immer barfuß läuft. Also eigentlich muss man hier immer Latschen anziehen, weil sonst ist es mega gefährlich. Wir sind schon alle hier auf die Nase gefallen, mehrfach, wenn wir aus dem Pool steigen und hier rumlaufen. Deswegen werden die Kinder auch immer ermahnt, mit Schuhen rauszugehen. Aber die hören halt auch nicht immer, ne? Und dann sind wir immer, wir laufen wie auf rohen Eiern, wenn wir nasse Füße haben. Das sieht man auch nicht immer. Da läuft mal irgendwas aus oder irgendwie ist irgendwo irgendwas undicht und dann leckt das und dann ist es nass und rutscht du wirklich. Das ist lebensgefährlich. Deswegen sollten wir wirklich hier Latschen tragen, weil die Fliesen ebenso gefährlich sind. Aber deswegen habe ich ja hier im Haus auch eigentlich überall Teppiche liegen, weil ihr wisst, ich bin einmal ausgerutscht und habe mir einen Haarbandriss, ein Haarriss am Unterarm zugezogen und das war alles andere als angenehm. Naja, jedenfalls, natürlich gibt es hier Latschen und natürlich kann man hier auch Hausschuhe anziehen. Wir haben auch Hausschuhe, alles da, nur wir alle. Und da sind wir eigentlich, bis auf meinen Mann, alle gleich. Wir ziehen halt alle keine Schuhe gerne an. Man muss aber auch sagen, du kannst hier keine Strümpfe anziehen. Es ist so warm hier. Man erträgt einfach keinen Strumpf am Fuß. Und meine kleine Enkelin Jenna, die mag es nicht, barfuß zu sein. Und selbst die hat ihre Strümpfe wieder ausgezogen, obwohl sie vorher geschworen hat, sie würde hier Strümpfe tragen. Ne? Geht nicht. Es ist viel zu warm. Man kann die Dinger nicht. Also die meisten Leute jedenfalls nicht. Also ich sehe hier eigentlich nur Menschen, die Strümpfe anhaben, wenn sie jetzt feste Schuhe tragen oder so. Ne? Auf jeden Fall hast du dann das Problem, wenn du mit nackten Füßen in Latschen gehst. Viele haben ja diese Zehentreter, die hasse ich, ja, weil das macht hier zwischen den Zehen bei mir alles wund. Ich mag das überhaupt nicht, kann es doch nicht ertragen. Ich verstehe auch nicht, wie man sowas machen kann, anziehen kann. Gibt aber, entschuldigt, viele Menschen, die das gut abkönnen. Wahrscheinlich habe ich immer nur die Billo-Varianten und dann tut das immer alles weh. Kann sein, ich bin ja so ein Sparfuchs, ne? Da muss man vielleicht mal so Birkenstock oder so, I don't know, kaufen. Jedenfalls hast du das Problem, dass du dann diese Latschen hast und die machen die Füße wund bei vielen Leuten, ja? Und das große Problem ist, also ich weiß ja nicht, nochmal einen Schluck, ob ihr schon mal in Alanya wart, denn das ist, glaube ich, ziemlich alanyanisch, dieses Problem. Ich habe es noch nirgendwo anders in einem Urlaubsgebiet gehabt, aber wenn du nackte Füße in billige Latschen steckst oder in normale Plastiklatschen, die müssen gar nicht billig sein, aber sie müssten dann wie Birkenstock ausgerüstet sein, also mit einer wirklich teuren, hochwertigen Einlage drin, damit die eben diesen Schweiß absorbiert oder ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Wenn man ein bisschen teurere Latschen anzieht, die so eine andere Beschichtung als dieses Plastikzeug haben, dann passiert das nämlich nicht. Und zwar rede ich davon, dass die Füße abartig stinken. Ja, es ist wirklich so, auch wenn es jetzt too much information ist. Wenn du aber in normale Plastik, in Badelatschen, egal, du kannst auch teure Badelatschen kaufen, wenn es ein Plastikmaterial ist, also Plastik, reines Plastik, ja, wie die meisten Latschen hier sind, weil du kannst ja diese Birkenstock
Schuhe, die haben ja diese extra Einlage, die eben den Schweiß, keine Ahnung, jedenfalls stinken dann meine Füße nicht. Wenn du die dann draußen anziehst und sie nass werden, dann stinkt das auch, ja, und dann ist es auch wapschig und nass und irgendwann sind die dann auch hinüber. Also man muss ja schon diese Plastiklatschen haben, weil du ja hier im Nassen bist, ja. Und dann stinken die Füße wirklich. Schon nach ein, zweimal tragen. Dann musst du die wieder waschen und 5 Minuten später stinkt es. Es stinkt wirklich abartig. Nicht nur meine, ne? Alle Füße stinken. Also das ist, ich habe noch keinen Fuß gesehen, der nicht stinkt, wenn er eine Stunde hier in Alanya mit diesen Latschen läuft. Und dieser Gestank bleibt auch in den Latschen, bis du sie wirklich richtig gut gewaschen hast. Ne? Es ist halt so. Es ist hier wahnsinnig heiß. Und auch die Füße, was sollen die denn machen? Die stinken dann eben. Ne? Und wir laufen aufgrund, also ich zumindest, hasse dann diese Plastiklatschen. Die ziehe ich wirklich nur an, wenn ich auf den Steinen laufe und die Hunde versorge oder zu den Hühnern gehe oder zum Müll oder so. Nur dann ziehe ich diese Plastiklatschen an und dann fliegen die auch sofort wieder in die Ecke, wenn ich hier wieder drin bin oder wenn ich sie nicht mehr brauche. Weil erstmal der Gestank und zweitens ist es warm und unangenehm und ich kriege auch Fußschmerzen. Überall kommen irgendwo irgendwelche Stellen, weil natürlich nackter Fuß mit Schweiß auf dem Plastik. Ich weiß, es ist eklig, aber es ist, wie es ist, ja. Ihr habt gefragt, warum wir alle hier keine Badelatschen tragen. Ich denke mal, dass das bei allen ähnlich gelagert ist, ja. Und wenn du dann diese Latschen, ich sag's euch, wenn die Latschen dann da im Flur stehen, weil die ja auch ausgezogen, man geht ja auch raus, viele ziehen die Plastiklatschen auch draußen an, ne? Wenn du dann hier reinkommst und die Plastiklatschen dahinstellst und glaubst nicht, wie der Flur stinkt, ne? Nach Fuß. Also es ist wirklich abartig. Die müssen alle dann immer erstmal ihre Latschen waschen, hinstellen. Also es ist schon nicht so einfach hier. Ne? Also bei der Hitze natürlich, du kannst auch, wie gesagt, du schwitzt hier durch. Du duschst und bist sofort wieder nass geschwitzt. Ja, und wenn du dann nochmal schwitzt und nochmal, dann stinkst du auch. Ja, da kommen Gerüche aus dir raus, die hast du vorher noch nie gerochen. Das ist wirklich so. Deswegen sollte man auch hier seine Klamotten nicht stündlich, aber schon 2, 3 Mal am Tag wechseln, damit, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, das eben nicht so präsent ist. Oder du musst dich halt mit Deo einschmieren. Ich benutze hier gar kein Deo, weil Deo ist auch nicht gesund und man duscht und wäscht sich hier ja sowieso andauernd. Dann halte ich das für ein bisschen für unnötig. Und wenn ich rausgehe, irgendwo hingehe mit Familie oder so, dann benutze ich auch mein Deo, damit das nicht riecht. Ja, aber ansonsten mache ich es eigentlich nicht. Ich wechsle lieber die Klamotten und dusche häufiger. Aber das ist schon so hier. Also mit Füße ist hier genauso ein Problem wie Körper und alles. Es schwitzt und riecht und ist nicht schön. Und deswegen so wenig an den Füßen wie möglich. Und es ist gesund, es ist angenehm, es ist nur bei uns halt mega gefährlich wegen den Fliesen. So, jetzt haben wir auch genug über Füße gesprochen. Ich hoffe, ich konnte da wieder ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Und natürlich, bitte, die Türkei hat alles, alles, ja. Haushaltstechnisch bin ich, du findest hier alles. Du findest alle möglichen Arten von Besen, ne? War ja auch mal die Frage, habt ihr keine Besen? Keine große, natürlich, es gibt hier alles. Ne? Man muss nur gucken, kaufen und Geld haben oder kann man sich alles kaufen und kann alles haben. Hier gibt es alles, genau wie in Deutschland, wenn nicht noch viel mehr. Und das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen.